Halli, Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Im 94. Part müssen wir jetzt sein. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben in der Lava-Lagune. Also in diesem Lava-Gebiet hier, in dem kleinen Tempel des Himmels. Und jo. Ja, da wollen wir heute mal mit weitermachen. Mein Ziel ist heute auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ich habe mir gar kein Ziel gesetzt. Also wir spielen jetzt einfach und gucken, was kommt. Also wir sind ja, haben ja noch ein bisschen was vor uns im Tempel auf jeden Fall. Wir müssen ja die Zweifelsdinger da irgendwie alle zusammen haben und dann. Was ist denn jetzt los? Moment. So. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Moment. Ich hoffe, dass es das so auf jeden Fall löst. Keine Ahnung. Okay, es scheint vielleicht zu klappen. Mal sehen. Es ist jetzt ja nicht so gut. Ja, mal sehen. Mal gucken. Ich bin noch nicht sicher. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall aber... So. Dann muss ich mal einen Moment warten. Ach, wir müssen sowieso nochmal Dings hier aktivieren. Da. Dass der Lavafluss da wieder aktiviert wird und auf der anderen Seite wieder deaktiviert wird. Weil sonst klappt das halt nicht. So, jetzt soll ich den eigentlich... Oh Mann, ey. Komm. Mach. Bitte, schnell, dass ich da noch rüberkomme. Ja, danke. Das sollte reichen. So. Ja, jetzt müssen wir halt gucken. Ich muss ja auf jeden Fall da hinten auf dem Ding zum Hochkommen landen. Also da hinten vor der anderen Plattform. Und dann da hoch und dann weiter. Obwohl kann man nicht eigentlich auch... Obwohl, da oben ist noch was, nicht? War da nicht irgendwas? Ja, da war was. Moment. Das ist klappt. Ah, Mann! Nö! Miep. Miep. Miep, 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 runter da! Oh, komm, danke! Ach Gott, war das knapp. Was ist da oben denn? Ach, die Steuerung hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ach, na gut, komm, hier, den Rubin lassen wir da mal. Das ist ja nicht so wichtig. Moment, dafür muss ich aber eben... Also, warte, Moment, Moment, Leute, ich setze mich mal ein bisschen anders hin. So, jetzt wollen wir ja... Moment, kann ich einfach auch so machen. Warum soll ich da denn rübergehen, wenn es doch so klappt? Das wäre doch zu viel Arbeit eigentlich. So, jetzt müssen wir da hinten den Kinder aktivieren. So. Danke. Ja, irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich bin auch komplett, glaube ich, aus dem Bild raus. Moment, Moment, das prüfe ich nach, weil irgendwie habe ich mit der Kamera gerade ein bisschen. Die Kamera ist so einfach verrutscht. Okay. Ich muss unbedingt nochmal eine Lösung dafür finden. Auf jeden Fall noch mal eine Lösung für haben, dass das wirklich immer hält. Aber das geht ja nicht. Ich kann sich doch nicht einfach. So? Jo? 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 Ich hoffe doch. Die kann doch sich nicht einfach ein Part entscheiden. So, nö. Die Kalibrierung stimmt nicht. Irgendwas ist mit der Kalibrierung falsch. Kann ich die nicht irgendwie hier. Kann man die irgendwie umstellen? Moment. Nein. Kalibrierung, da. Badababam! Bitte? Klapp! Bitte? 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 Wäre voll nice und ich muss mal bitte... Das ist alles... Klappt das schon wieder nicht, oder was? Klappt das schon wieder nicht. Obwohl... Oh, doch, geht wieder. Geht. Das ist falsch. Moment. So, das ist falsch. So, jetzt muss das Ding nur noch schnell genug hoch, dass ich da wieder rüberkomme. Ich glaube, das geht jetzt nach links, oder? Ja. Ja. Ab. Okay. Scheiße. Cheat. Moment. 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 Bitte. Link. Nein! Verdammt. Verdammt. Nö. Scheiße. Okay, gut. Dann müssen wir uns eine neue Plattform holen.
Wobei das ja eigentlich gehen sollte. Aber erstmal, ich glaube, da hinten, den müssen wir uns erstmal aus dem Weg schaffen. Den da ist wieder hin. Was jetzt unter der Plattform ist, was ganz günstig ist. Das stimmt mit der Kalibrierung nicht. Das ist unglaublich nervig gerade. Sollte er aber gleich wieder auftauchen, oder? Ne? Doch, da ist er wieder. So, weg damit. So, jetzt wollen wir den Käfer kurz mal eben. Da haben wir ihn. Das ist gerade unglaublich hinderlich, dass es nicht funktioniert, wie das sollte. So. Zacker. Einmal runterfallen lassen. Und dann kommt er gleich. Kommt er gleich um die Ecke. Ich bin eigentlich zu tief unten. So, so vielleicht. Keine Ahnung. Es ist, wenn man gerade so ein bisschen umgestellt hat. Es ist immer ein bisschen nervig dann, muss man so gestehen. So. So, sehr gut. Dann geht das mal noch weiter. So, es ist halt jetzt die Frage, was müssen wir dann machen? Ich denke mal, da wird gleich eine Plattform sein in der Ecke. Und, oh ja, okay, gut. Ach, Mann! Dieses Mann! Mann, das könnte so leicht sein! Warte. So, jetzt habe ich sie wirklich hingelegt. Auf die flache... Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. So. Ja, okay, das hat jetzt einmal geklappt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast dir das Wappen erreicht. Beschluss dein Schwert in das Wappen und du wirst das Triforce geführt. Jawohl. Das wollen wir doch gleich machen. So. So. Zack. Zack. Und damit haben wir... Oh. Wir müssen noch eine Aufgabe dafür machen, ne? Obwohl, nee, müssen wir nicht. Okay. Du hast das Zweifelser Kraft erhalten. Diese Macht wurde einzigen Menschen gegeben. 1, 2, 3 Artefakte. Krasse Sache. 2 weitere Artefakte fehlen dir noch, um das Zweifelser dann halt komplett zu haben. So. Sehr gut. Jawohl. Das wollten wir doch mal. So, dann haben wir da oben noch eine Möglichkeit, das zu aktivieren. Indem wir hier durchgehen. Und dann können wir da hinten noch ein... Ja, genau. Genau. Das meinte ich ja auch. So. Ein Rubinchen. Und Schalter und Klack und offen und geile Sache und ja. Jawohl, gut. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit weiterzukommen. Was haben wir denn da? Erstmal ein paar Pfeile, was ganz geiles. Und was haben wir denn dahinter? Was erwartet uns da? Amora und so. Keine Ahnung, mal sehen. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Ach, das ist der... Ah, okay, das ist der Startbereich. Der uns aber nicht weiterbringt, nicht? Da können wir nicht viel machen, nicht? Ja, okay, Schiebepad war in einem anderen Raum. Obwohl, nee, hier ist es doch. Okay, das heißt, wir sind jetzt da. Das heißt, ich kann doch den bestimmt auch noch irgendwie runterkriegen, oder? So, das Triforce haben wir also erledigt. Das ist fertig. Gut, dann kommen die nächsten beiden dran. Die wir aber auch... Sollten wir aber auch ganz gut erreichen können. Bin ich mal gespannt. Und uns fehlt ja noch ein... Genau, da oben die Kiste. Die will ich auch noch haben. Und da ist auch nochmal so ein Pull zum Schieben. Okay. Und wahrscheinlich das Schlüssel... Da wird ja ein Schlüssel abgebildet. Den kriegen wir wahrscheinlich auch durch das ganze Rätselei und so. Obwohl, das ist glaube ich, die Wüste, ja. Bitte, Sie, Gebieter. Da hinten ist schon wieder so ein Triforce-Teil... diese Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Nairu. Ich spüre die Macht des Triforce, die vorne ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Dafür brauchst du das Teil da. Kennst du ja. Lenke deine Blicke in diese Richtung, dort befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Ja gut, das habe ich denn ja vor wohl, nicht? Gut, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall dich schon mal tot. Ja gut, das heißt, wir haben hier wieder Spaß, weil da hinten ist auch schon wieder so ein Mistvieh von... Na gut, ich nenne sie mal Wächter, weil die sehen den aus den
aus Skyward, ja, war aus Breath of the Wild gar nicht mehr so unähnlich. Da gab es ja diese Wächtermonster und da gab es auch Fliegende, die dabei waren. Die sehen dem gar nicht mal so unähnlich. So, aber was haben wir denn hier? Wir können hier oben Plattform schon mal erscheinen lassen, okay. Okay. Was ist das? Der Ventilator, okay. Okay, der hat zwei. Der überlebt einfach mal zwei Schläge. Habe ich gerade die. Oh, Mann! Komm schon, stirb. Dankeschön. Dankeschön. So, okay, darüber ist, glaube ich, das Ding. Aber ich kann doch auch. Habe ich da nicht irgendwo das Ding gesehen? Hier den. Den. Moment. Das Ding zum. Da muss ich hoch. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwo hochkommen. Das ist doch. Ist das die. Oh Mann! Gab's doch irgendwo eine Stelle mit dem Greifhaken, oder? Das ist da hinten, okay. Das heißt, ich muss da irgendwie den Schalter aktivieren können. Okay. Aber erstmal muss ich, glaube ich, den Gegner da. Genau, dich meine ich. Gut, komm. Wir erweitern mal ein bisschen das Kampffeld. Bam! Bumm! So. Na gut, das ist weg. Aber das bringt mir halt nichts, nicht? Ja gut, ich kann halt irgendwie oben hoch. Ja, okay, das ist. Ich glaube, ich sehe es. Man kann sich da den Weg so ein bisschen bahnen, scheinbar, wa? Oder sehe ich das gerade falsch? Hier. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es. Das ist die große Frage. Wo geht's als nächstes hin? Kommen wir auf jeden Fall noch nicht rüber. Wo ist denn der andere Weg? Hier? Ist der andere Weg? Scheiße. Shit! Ich verstehe das nicht ganz gerade. Verstehe das nicht ganz. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Fragezeichen. Ist hier noch was? Nö, das ist nur da hinten die Plattform. Da komme ich noch nicht rüber. Kann ich auch gar nichts machen, nicht? Obwohl ich kann da vielleicht. So, und. Einmal durchfliegen. Das kann ich noch machen. Okay, Moment. Okay, gut, dann halt das. Das habe ich so halbwegs verstanden. Ich muss da halt mit dem Pfeil jetzt durchschießen, wa? Jupp. Muss ich wahrscheinlich. Aber am Link, danke. So. Ja, es halt, wäre halt jetzt interessant zu wissen, ob ich tatsächlich auch mit dem Link schießen könnte. Mit dem Greifhaken. Mit dem Käfer meine ich natürlich. Zack. So. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Das würde ich doch mal sagen. Das ist sehr gut von mir. Also, clever gemacht, obwohl ich ein bisschen gebraucht habe, tatsächlich. So, was haben wir denn hier hinten? Oh. Monster. Monster! Monster destroyed!
Zack. Schöne Sache. Schöne Sache. So. Oh nein, da ist ja noch eine. Und die will meine Sache fressen, die diese gar nicht fressen kann, weil das zu schwer für sie ist. So. So, jetzt können wir hier... Okay. Mit dem Bogen agieren. Aber dafür muss ich das Ganze deaktivieren und zack. Ah, okay, es geht auch so. Sehr gut. Aber dennoch ist das Ding im Weg. Nein! Jetzt muss ich das wahrscheinlich irgendwo hinbringen. Ah, okay, man sieht das sogar. Ah, okay. Okay, man sieht das sogar. Und ist da wieder... Ist da irgendwie wieder was im Weg? Nö. Sehr gut. Sehr schön. Muss ich das treffen können? Jawohl, das klappt doch sehr gut. Badababam. Aber das klappt doch. Das klappt doch gerade. Gut, das heißt, wir haben das zweite Triforce auch sicher. Sehr schön. Sehr schöne Sache. Badababam. Bam, bam, badabam. So, das heißt, ich muss da jetzt so weit rein. Hier hin wahrscheinlich. Ja, aber da kann ich das so weit werfen. Nö, das klappt nicht. Wie krieg ich den da jetzt rüber? Da muss es unter mir. Das muss wahrscheinlich unter mir sein, nicht? Ja. Dass dies noch aktiviert ist und dass ich da hochrennen kann. Ja, ja, dann klappt das. Dann klappt das doch. Na gut, das ging doch relativ gut von der Hand, muss ich sagen. Das heißt, ja, unser zweites Triforce haben wir gleich. Was sehr gut ist. Das heißt, uns fehlt ja noch ein drittes und die Truhe, die wahrscheinlich den Schlüssel hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie dadurch, dass hier halt ein Schlüsselloch ist und wir hier eine Truhe haben, müssen wir uns erstmal die Truhe schnappen, bevor wir da reingehen können. Und das hier hat auch noch irgendwie was damit zu tun, denke ich. Also das letzte wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Rätselei benötigen. Mal sehen. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Gut, aber erstmal das hier. So, einmal... den Greifhaken, was jetzt mittlerweile auch wieder ganz gut funktioniert, Gott sei Dank. Hat sich die Motion Capturen doch mal ein bisschen mehr gelohnt. So, zack. Einmal die nächsten Triforce in die Hand nehmen. Und das heißt, uns fehlt noch einer und dann ist das Ganze hier erledigt und das ist ziemlich gut. Das finde ich ziemlich gut. So, einmal das Triforce der Weisheit. Dieser 1 wurde mal bla bla bla. Die bla bla Sammler ein weiteres Artefakt, um das Triforce zu vervollständigen. Ja. Das heißt, damit sind wir danach durch. Und das ist ziemlich gut. Finde ich. Gut. Ja gut, dann können wir ja wieder zurückgehen. Ach, das war jetzt nicht so nicht gut. Warum hat sich der Raum denn einfach resettet? Kann mir das mal jemand erklären? Und die Gegner sind auch wieder da. Na gut, ich hab ja quasi in dem Sinne einen anderen Raum betreten. Dennoch finde ich das ein bisschen bescheuert geregelt. Geh mir aus den Augen, mein Freund. So, einmal rüber da. Und dann haben wir es geschafft und können uns hier ein paar neue Pfeile holen und können wieder zurück. Schön. Schöne Sache. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Sehr gut. Und wir können mal gucken, wie ich das jetzt regeln kann. Ja gut, die kriegen wir auf jeden Fall dahin. Das machen wir auch als erstes. Ja. Das machen wir auch als erstes. Dafür muss ich das hier wegschieben, das hier wegschieben. Das hier wegschieben. Das, das, das und das. Dann können wir schon mal auf jeden Fall schon mal die Truhe schnappen und das ist schon mal Gold wert, würde ich sagen. So. Mal gucken, vielleicht habe ich das ein paar noch. Wenn das denn nicht zu viel ist. Zumindest die Truhe schon mal zu nehmen. Voll. Na gut, Leute. Ich würde sagen... Was ist das? Ist das der Baum? Ach so, ich muss mir da einen anderen Weg arbeiten, wa? Von unten. Okay. Ja gut, das machen wir dann halt im nächsten Part, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und vergesst nicht zu bewerten. Das wird ziemlich nice. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dann und bye bye.